Nicht nur in den USA macht die Klimakatastrophe ihren Halt. Auch auf der spanischen Insel Teneriffa wüten schwere Stürme. Schwere Unwetter mit Riesenwellen von bis zu 6 Meter Höhe haben am Wochenende auf den Kanarischen Inseln zu Verwüstungen geführt. Und in der Gegend von Carrasco seien 65 Wohnungen vorsorglich evakuiert worden. Eine österreichische Promi-Dame muss jetzt zittern. Unsere Christina Lugner. Sie schickt unserer Zeitung Österreich exklusive Fotos von ihrer Villa aus Teneriffa. Von innen gibt es noch keine Bestandsaufnahme, sagt Mausi. Außen sind aber die Terrasse und der Balkon vollkommen zerstört. Ich hatte in den letzten Stunden einen Weinkrampf, meldet sich Christina am Telefon. Verständlich, denn ihre Traumvilla auf Teneriffa wurde von einer Monsterwelle total verwüstet. Ihr Garten ist komplett zerstört und im Haus müssen sie erst eine Bestandsaufnahme des Schadens machen. Mausi hatte aber Glück im Unglück. Die Villa ist versichert. Problem ist nur, dass ich mich jetzt mit einer spanischen Versicherung herumschlagen muss. So Mausi, wir wünschen trotzdem dabei alles Gute.